gibt unzählige Debatten. Square und Idee finden für uns die aktuellsten. Ich bin in 5 Minuten da. Ich habe meine neue Krimiserie geschaut. PolizistInnen, überall sieht man sie im Fernsehen und jetzt auch noch auf den Plattformen. Polizistinnen und menschliche Abgründe, sowas kommt an. Ah, die Guten gegen die Bösen. Überall gibt es Polizeigewalt und wer der zum Opfer fällt, versteht die Welt nicht mehr. Du übertreibst immer. Wenn ich mich schon nicht mit Krimis ablenken darf, dann schauen wir halt Tierdokus. Sitten und Bräuche der Tiger, lieber eine Debatte. Heute bei uns zu Gast Christian Moana, der auf Recht und Strafvollzug spezialisierte Soziologe, prangert mit ehemaligen hochrangigen Polizeibeamten eine zunehmend besorgniserregende Situation an. Und Dorothee Dienstbühl, die in Nordrhein-Westfalen Kriminologie und Soziologie für PolizeibeamtInnen lehrt. In Frankreich vergrößert sich die Kluft zwischen Bevölkerung und Ordnungshütern. Kann Deutschland als Vorbild dienen? Die Schwierigkeit besteht gerade darin, dass die Polizei öffentlich ist und es daher eine Sichtweise des Bürgers geben muss und im Falle einer Anzeige, wenn nötig, auch eine Kontrolle durch die Behörden, die Polizei und gerichtliche Instanzen. Immer mehr Polizisten tragen bei Einsätzen im Rahmen von Demonstrationen Sturmhauben, weil sie angeblich Angst vor Repressalien haben. Und sie liegen damit nicht unbedingt falsch. Vermummte Gesichter können aber auch Handlungen verschleiern, die über das angemessene Maß der Gewaltanwendung hinausgehen. Inzwischen hat fast jeder ein Smartphone, kann Szenen filmen, also kann es an jedem Ort jemandem geben, der von einem Balkon oder von einer Straßenecke aus einen Polizeieinsatz filmt. Das ermöglicht eine gewisse Sichtbarkeit, um zu wissen, wer für Übergriffe verantwortlich ist. Wir haben aber eine Reihe von Fällen, die angezeigt wurden, wo wir den verantwortlichen Polizisten nicht identifizieren konnten, obwohl die Szenen gefilmt wurden. Also, natürlich haben Polizeibeamten und Beamtinnen haben natürlich auch ein Persönlichkeitsrecht, was durch Filmaufnahmen verletzt werden kann. Insbesondere dann, wenn das halt hinterher ins Internet gestellt wird, vielleicht dann auch noch mit Verfremdung oder wie auch immer. Und dann können sie rechtlich dagegen vorgehen, das ist klar. Aber das ist dann auch nochmal eine Art und Weise der Dokumentation. Es macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn, Mobiltelefone verbieten zu wollen, weil tatsächlich Bürger helfen der Polizei oft mit den Aufnahmen. Das sind ja nicht nur Polizeieinsätze, die filmen, sondern gerade so im Bereich Social Media, wenn ein Aufruf kommt, wer hat was gesehen, wer kann dazu was beitragen, dann stellen wir hier immer wieder fest, dass die Bürger unheimlich hilfreich sind, dass die versuchen, dann auch ihr Material bereitzustellen. Also jetzt nicht nur über Social Media, sondern dass sie dann wirklich auch der Polizei dann ihr Material, was sie gefilmt haben, zuschicken. Ja, also wenn ich jetzt von vornherein unterbinde und sage, ihr dürft nicht mehr filmen, dann kann sich das auch als Boomerang erweisen für die Polizeiarbeit. Es gibt Zeiten, in denen Polizeichefs oder Ministerien eine repressivere, aggressivere Polizei wollen. Und dann hatten wir in Frankreich mehrere Reformen, Überlegungen, wo sich die Frage stellte, die Polizei zu verändern. Seit Anfang der 2000er, seit den Anschlägen auf das World Trade Center 2001, haben wir in regelmäßigen Abständen, sogar mehrmals pro Jahr, Gesetze, die die Befugnisse der Polizei stärken sollen. Das war nach den Pariser Anschlägen auf Charlie Hebdo und den Konzertsaal Bataclan der Fall. Die Regierung verabschiedete ein Arbeitsreformgesetz, gegen das die Gewerkschaften, Arbeitnehmer, aber auch Selbstständige protestierten. Die Regierung ist nicht bereit zu verhandeln. Die Regierung erteilt oft und recht schnell Anweisungen, damit die Sicherheitskräfte das Problem lösen. Sowohl Demonstranten als auch Polizei gehen gezwungenermaßen auf Konfrontationskurs, da es keine Alternative gibt. Auf der einen Seite heißt es, sie haben kein Recht zu demonstrieren. Auf der anderen, doch, wir haben das Recht zu demonstrieren. Das zählt zu unseren Bürgerrechten. Die Polizei als staatliche Exekutive, das sind ja diejenigen, die das Gewaltmonopol ausüben dürfen, die Gewalt auch ausführen dürfen. Aber das kann natürlich nicht im Dissens mit den Bürgern funktionieren. Es ist natürlich nicht immer der Fall, dass die Polizei auch so wahrgenommen wird als Freund und Helfer. Das ist so ein Selbstbild, was die Polizei gerne haben möchte
und das ist, geht auch schon auf eine Kampagne zurück aus der Weimarer Republik. Also es hat wirklich lange Tradition und ist einfach die Sichtweise, wie die Polizei gesehen werden möchten. Freund und Helfer heißt, man sieht sie positiv. Das sind diejenigen, an die ich mich wende, wenn ich ein Problem habe. Und die Realität zeigt natürlich auch, dass Polizisten eingreifen müssen, Gesetze durchsetzen müssen, momentan auch Corona-Schutzverordnung, was den Bürger nicht immer behagt tatsächlich. Während der Gelbwestenbewegung gab es Personen, die sich zum ersten Mal politisch engagierten, die nie etwas mit der Polizei zu tun hatten, die ein gutes Image von der Polizei hatten und aus Milieus kamen, aus denen auch Polizisten stammten. Diese Leute haben in Paris demonstriert und die Reaktionen der Polizei erlebt und daraufhin mit Ablehnung reagiert, mit Unverständnis. Diese Überreaktion mancher Demonstranten hat auch seitens der Sicherheitskräfte zu Überreaktionen geführt. Relativ ruhige Protestmärsche werden von Polizeibeamten abgeschnitten. Es kommt zu Einsätzen von Polizisten, die auf Verbrechensbekämpfung spezialisiert sind, die anstatt in den Vororten für Ruhe und Ordnung zu sorgen, Demonstrationen überwachen. Diese Einheiten sind nicht für Kundgebungen ausgebildet. Sie sind auf andere Einsätze spezialisiert und greifen oft und zu schnell zu Geschossen, die Wunden verursachen, die von Ärzten und internationalen Instanzen als Kriegswunden bezeichnet wurden. Die Schwabinger Krawalle, das war 1962. Warum ist uns das noch so sehr in Erinnerung geblieben? Die Ursache, dass es zu diesen Krawallen kam, waren nur 5 junge Menschen, die in München musiziert haben. Die haben musiziert, die haben Gitarre gespielt und haben dazu russische Lieder gesungen. Und dann hat sich ein Anwohner beschwert bei der Polizei und hat dann direkt gesprochen von, das sind Kommunisten, die da hier irgendwas, ne? Und dann kam sofort die Polizei vorgefahren und dann kam es ganz schnell zu einer Gemengelage und dann kam sofort seitens der Polizei Verstärkung und die Vorgabe war tatsächlich gewesen, knüppelfrei. Ja, also die Polizei sollte jetzt die Straße wieder in ihre Gewalt bringen, obwohl ja die Aggression in dem Moment von der Polizei ausgegangen ist. Das Ergebnis des Ganzen war, also wegen einem wirklich nichtigen Anlass, dass sehr viele Menschen verletzt wurden. Das hat auch was mit der Polizei gemacht. Das wurde nachbereitet. Und der nächste Polizeipräsident, der hat gesagt, wir müssen mehr auf Deeskalation setzen. Das wurde nach diesen Ereignissen 62 wurde das dann auch wirklich festgeschrieben. »1832 stirbt der 12-jährige Gavroche in der Nähe einer Barrikade des republikanischen Aufstandes, was Victor Hugo zu einem der ersten macht, der Polizeigewalt anprangert. 1845 in Sétif wird ein Pfadfinder bei Protesten der algerischen Unabhängigkeitspartei von einem Polizisten getötet. 1967 erschießt ein Polizist den Demonstranten Benno Ohnesorg während eines Staatsbesuchs des Schahs in Deutschland. Wenige Jahre später bildete sich die Rote Armee-Fraktion. Die Polizei beginnt, sich selbst in Frage zu stellen. Sie setzt auf Deeskalation und Dialoge. Frankreich beharrt trotz Abmahnungen durch die UN und das EU-Parlament auf seiner harten Linie. Zwischen 2018 und 2020 sind 3 Menschen bei Demos gestorben. Während der Gelbwesten-Demonstrationen wurden Tausende verletzt. Die Polizei verstümmelte durch Geschosse 30 Teilnehmer. In den USA sterben täglich 3 Menschen durch Polizeigewalt. Etwa 60 Polizisten sterben jedes Jahr im Dienst. Wie können wir die BürgerInnen und diejenigen, die sie schützen sollen, in Einklang bringen? Die französische Polizei hat allgemein ganz gut funktioniert. Sie hatte den Ruf, nicht allzu schlecht zu arbeiten. Nur die Vorstadtpolizei war dafür bekannt, recht aggressiv und ätzend zu sein. Doch anstatt sich in den Vorstädten am Modell der sogenannten Ordnungshüter zu orientieren, wurde die Polizeiarbeit in den Vorstädten in die Demonstrationen importiert. Die zweite Sache ist die Fähigkeit zu verhandeln. Selbst Beamte aus Sondereinheiten zur Verbrechensbekämpfung können auf Demonstranten zugehen und sagen, ihr kommt da nicht durch, das ist ein Problem. Seien Sie vorsichtig, es gibt Aufrührer, ändern Sie Ihre Route und so weiter. Dieser Spielraum, der früher erlaubt war, existiert heute nicht mehr. Nur ein paar Sicherheitskräfte haben sich geweigert, die Befehle der Präfekten in bestimmten Gemeinden zu befolgen. Aber der Spielraum der Polizei zugunsten zentraler Maßnahmen wurde definitiv eingeschränkt. Alles ist eine Entscheidung des Polizeipräfekten. Der ist aber nicht vor Ort und das macht die Sache noch komplizierter. Wenn man alles zentral hat,
dann hat man oft das Problem, dass man nicht so sehr in, also dass man nicht die Lage vor Ort so gut kennt. Also wenn alles zentral bei uns in Berlin entschieden werden würde, dann würden sich wirklich auch die Länder auf die Barrikaden stellen und würden sagen, hallo Berlin, ihr habt überhaupt keine Ahnung von den Gegebenheiten, wie das beispielsweise bei uns in Bayern ist oder wie das bei uns in Thüringen ist. Ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, das rein zentral regeln zu wollen. Es ist nicht die oberste Richtlinie des Innenministeriums oder der Generaldirektion der Polizei, die besagt, wir müssen heute Einbrüche bekämpfen und morgen die Gewalt gegen Frauen, übermorgen etwas anderes und so weiter. Die eigentliche Sache ist, wir sind Polizisten, wir haben ein Umfeld, schauen wir mal, was die Bevölkerung von uns erwartet. Wir sind ein großes, ein multikulturelles Land. Es ist nicht normal, dass in allen französischen Städten die gleichen Regeln gelten. Es ist nicht einmal normal, dass die Polizei im Stadtzentrum genauso vorgeht wie in den Vororten. Also die Silvesternacht 2015 auf 2016, die ist deswegen so gut, also nicht gut in Erinnerung geblieben, weil man da einfach völligen Kontrollverlust bei der Polizei beobachten musste. Es ging einfach darum, dass sich Menschenmassen angesammelt hatten, dass die Lage völlig aggressiv wurde, gewalttätig wurde und dann es zu massenhaften sexuellen Übergriffen kam gegen Frauen. Und die Polizei da sehr machtlos ausgesehen hatte. War das was auch mit Wut auf Deutschland zu tun gehabt? Hat das was zu tun gehabt mit, man weiß gar nicht, was in Deutschland erlaubt ist und was nicht? Hat es schlichtweg was mit Alkoholkonsum zu tun gehabt? Und auch das ist so eine ganz schwierige Gemengelage, weil es einfach sehr viele Personen waren, die dann in so einen Aggressionsstrudel geraten sind. Der Polizeieinsatz wurde untersucht, begutachtet und der Gutachter kam zu dem Ergebnis, dass die Polizei hier eine Situation, die gewalttätig wurde, wo sich die Aggression gesteigert hatte, zu lange hat laufen lassen und zu spät eingegriffen hat. Wir haben in Frankreich ein relativ schwaches Kontrollsystem. Die obersten Instanzen der Polizei oder der Gendarmerie bestehen aus Polizeibeamten, die ihre Arbeit oft gut machen wollen, aber in der Hierarchie gebunden sind. Die nächste Instanz sind die Richter und Staatsanwaltschaft. Doch die sind der Polizei gegenüber oft sehr zurückhaltend, denn die Staatsanwaltschaft funktioniert nur in Zusammenarbeit mit der Polizei. Der Staatsanwaltschaft sind ohne die Polizei die Hände gebunden. Und da stellt sich auch die Frage nach der Unabhängigkeit der Kriminalpolizei. Ein weiteres Problem ist die Glaubwürdigkeit des einfachen Bürgers oder des Nichtbürgers. Das Wort eines Ausländers, der sich illegal im Land aufhält, zählt weniger als das eines Polizeibeamten mit juristischer Qualifikation. Dessen Wort zählt immer mehr als das eines Durchschnittsbürgers. In anderen europäischen Ländern, vor allem in England, haben wir polizeiliche Kontrollsysteme, die weitaus stärker sind. In England wird der Leiter der örtlichen Polizei von den Bürgern gewählt. Es gibt Bürgerkommissionen, die das Vorgehen der Polizei überwachen. Wenn die Polizei Fehler macht, dann muss man gucken, was sind die Gründe dafür. Wenn die Polizei über die Maßen gewalttätig wird oder wenn Gewalt zwischen Polizei und Bürgern eskaliert, dann muss man genau nachschauen, was waren die Gründe dafür und feststellen, hat die Polizei richtig gehandelt, hat sie nicht richtig gehandelt, wenn sie nicht richtig gehandelt hat, was war falsch gewesen. Wenn sich Politiker oder dann eben auch der Innenminister als oberster Dienstherr blind vor die Polizei stellt und sagt, die Polizei macht immer alles richtig, alles, was sie tut, ist genau richtig so und der Bürger hat Unrecht, dann führt das natürlich zu einer Konfliktsituation und dann haben Sie ein ja schon regelrechtes Feindbild, was sich etablieren kann zwischen Bürger und Polizei. Und das ist ja genau das, was man nicht haben will. Das globale Sicherheitsgesetz in Frankreich ist letztlich ein Nebenprodukt des Weißbuchs zur Sicherheit, das bislang immer vom Innenministerium erstellt wurde. Und dieses Weißbuch soll die Sicherheitspolitik in Frankreich überarbeiten. Es ist doch auffallend, wie bei all diesen Überlegungen zur Sicherheit die Justiz außen vor gelassen wird und wie auch beim Umgang mit den Gelbwesten die Staatsanwaltschaft als Teil einer hierarchischen Justiz die Forderungen der Polizeipräfektur nicht hinterfragt hat.
Zahlreiche Personen wurden verhaftet und in Schnellverfahren verurteilt. Die Mehrzahl wurde wie bei Inflagranti-Fällen, die es so nicht mehr gibt, sehr schnell verurteilt. Das ist in einem politischen Kontext problematisch. Jetzt kann man sogar schon vor der Demo verhaftet werden. Da hilft das richtige Profil. Es gibt Vandalen, die nur zum Plündern und Zerstören kommen. Okay, da reden wir später mal drüber. Ja, es gibt Rassismus von Seiten bestimmter Polizisten und nein, nicht alle Polizisten sind rassistisch. Die Probleme sind vielschichtig. Es gibt die Akzeptanz durch die Hierarchie, es gibt die Akzeptanz von gewissen Abweichungen. Einige Polizeibeamte lassen sich unter dem Vorwand, dass sie müde, wütend sind, was verständlich ist, zu Beleidigungen hinreißen. Aber was ist der Grund für rassistische Beleidigungen? Immer mehr Polizeibeamte gehören einer sogenannten ethnischen sichtbaren Minderheit an. Sie stammen aus der dritten oder vierten Generation von Einwanderern. Auch die leiden manchmal unter mehr oder weniger rassistischen Witzen. Aber ich würde sagen, das ist wie bei Fußballspielen. Es gab eine gewisse Toleranz, aber vielleicht ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir das nicht mehr so einfach hinnehmen, rassistische Beleidigungen aus dem Mund eines Polizisten zu hören, wie bei einem Fußballfan. Es wurde jahrelang toleriert, aber jetzt können wir es nicht mehr ertragen. In Deutschland gab es vor allen Dingen im vergangenen Jahr mehr Vorwürfe von Rassismus innerhalb der Polizeibehörden. Es gab dann auch noch diese Gruppenchats, die aufgefallen sind in Nordrhein-Westfalen. Das heißt WhatsApp-Gruppen, bei denen sich Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ausgetauscht haben in einer Art und Weise, die als rassistisch einzustufen ist, möglicherweise auch als rechtsextremistisch. Das ist immer noch Gegenstand von Prüfungen momentan. So, und es gab immer wieder diese Überlegung oder das Anliegen an den Bundesinnenminister, machen Sie eine breit gefächerte Studie, übrigens auch aus den Polizeibehörden heraus. Der Bundesinnenminister hatte sich als erstes dagegen ausgesprochen. Mittlerweile scheint er ja aufgrund des Drucks und aufgrund des medialen Aufschreis bereit zu sein, eine Studie durchzuführen. Wie die im Endeffekt aussieht, weiß ich noch nicht, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Das muss man jetzt einfach sehen, auch was die erfasst und was nicht. Es sind neue Schichten der Bevölkerung als Zielscheibe hinzugekommen. Wir reden viel über die Jugend in den Vorstädten, aber sehr lange reichte es schon aus, Student zu sein, besonders nach 68, in den 70ern, um die Aufmerksamkeit eines Polizisten zu erwecken. Bestimmte Berufsgruppen, die protestieren, sind in den Augen der Polizei verdächtig. Und immer mehr Teile der Bevölkerung, vor allem diejenigen, die unter Verdacht stehen, schließen sich den Demonstranten an. Mit den Richtlinien von 2019 reicht es bereits aus, nicht mehr nur an einer Demonstration teilzunehmen und Gewalttaten zu begehen, sondern nur an einer Demonstration teilnehmen zu wollen, um vor Gericht zu landen. Eigentlich eignet sich genau die Polizei nicht dafür, Politikum zu sein und Gegenstand dann eben auch zu sein von Wahlkampfdebatten, ja, oder halt um Positionen zu klären, wo stehe ich mit meiner Partei, mit meiner Politik. Aber genau das wird hier immer gerne an der Polizei gemacht. Stehe ich beispielsweise für eine sehr rigide Sicherheitspolitik, dann sage ich natürlich immer, ich möchte, dass die Polizei gestärkt wird, dass die besser bewaffnet wird, dass wir noch mehr Polizisten einstellen, dass wir die besser ausrüsten, dass die mehr Befugnisse bekommen, dass andere Personen weniger Befugnisse bekommen und. Oder eben andere Parteien sagen, sie versuchen ihr Wahlklientel damit zu bedienen, dass sie eher sehr polizeikritisch sind. Dann kommen zum Beispiel so Vorschläge, wie die Polizei in Hinblick auf die Schusswaffen zu entwaffnen. Ja, das sind dann auch immer so Dinge, die dann eben ankommen, gerade so auch von jungen Parteiorganisationen, die das dann vorschlagen. Und da merkt man, das geht hier weniger um die Polizei an sich, aber so mit der Polizei wird Politik gemacht. Und das ist genau die Gruppe, mit der man das nicht tun sollte. Wir haben die notwendigen Mittel, um das Verhalten von gewaltbereiten Menschen aufzuzeichnen. Das dürfte kein allzu großes Problem sein. Aber was geschieht mit diesen Informationen, insbesondere im Hinblick auf die Datenverarbeitung durch künstliche Intelligenz? Das ist problematisch. Datenbanken speichern Personen in großem Umfang und sehr gründlich.
Predictive Policing, wir haben das bei anderen Programmen wie Scala und die sind harmlos. Da geht es eher so um Algorithmenberechnung, wo könnte der nächste Einbruch stattfinden, in welcher Gegend, in welchem Viertel. Und mit den Gesichtserkennungsprogrammen, das haben wir zum Beispiel eher im Durchforsten hier von Kinderporno-Seiten und so weiter, aber da bin ich nicht auf den aktuellen Stand. Am 3. März 1991 wird Rodney King bei seiner Verhaftung in Kalifornien von Polizisten brutal zusammengeschlagen. Das Video geht um die Welt und begründet Copwatch, ein Netzwerk von Bürgervereinigungen, die die Polizei überwachen. Sie filmen unter anderem Polizeieinsätze. Mittlerweile gibt es Dutzende von Copwatches in Kalifornien sowie in Kanada, Großbritannien und Frankreich. Doch trotz Beweisen sind Sanktionen innerhalb der Polizei selten. BürgerInnen greifen auch immer mehr die Polizei an. In Frankreich erfasst die staatliche Beobachtungsstelle für Kriminalität jedes Jahr Bedrohungen und körperliche Angriffe auf rund 15.000 Polizeibeamte, auch in deren Privatleben. Und in Deutschland ist die Selbstmordrate bei PolizistInnen doppelt so hoch wie in der übrigen Bevölkerung. Wir haben ja ein föderales System hier in Deutschland und das heißt, die Ausbildung bzw. das Studium zum Polizeibeamten, zur Polizeibeamtin, das ist natürlich dann unterschiedlich ausgestaltet und angelegt. Ich bin hier im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Sie haben sowohl eben die Kurse bei uns an der Hochschule, Sie haben aber eben auch Einsatztrainings und Sie haben Praktika bei den Polizeibehörden. Und im Studium, also so das, wo eben gerade die ganze Theorie gelehrt wird, da liegen die Schwerpunkte zum einen auf alle rechtlichen Fächer, die das Polizeiwesen betreffen, aber zum anderen eben auch auf Psychologie, Soziologie, Politikwissenschaften, Ethik und auch interkulturelle Kompetenz. Und hier geht es zum einen um die Vermittlung eben diese unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus, mit denen man zu tun hat, überhaupt die Vielfältigkeit in der Gesellschaft. Was sind Gründe für Gewalt gegen Polizeibeamte? Wie kommt es zu Gewalt durch Polizeibeamte, die nicht legitim ist? Ja, Problem. Es gibt in der Tat ein Problem der Ausbildung. Polizeibeamte erhalten eine umfangreiche Ausbildung in Recht, in körperlicher Konfrontation und dem Einsatz von Waffen. Wie kann man jemanden körperlich kontrollieren? Berufsanfänger werden jedoch sehr wenig in Dialog und Analyse ausgebildet, in all den Methoden, die helfen, Spannungen abzubauen. Darin sind sie kaum geschult. Dieser Mangel an Wissen und Fähigkeiten existiert bei einem Teil der Polizeibeamten. Die zweite Sache ist, dass man, wenn man in den Polizeidienst eintritt, begrüßt wird mit: Okay, du vergisst jetzt alles, was du gelernt hast, wir werden dir erklären, wie die echte Polizei aussieht. Auch die Dienstälteren schulen Berufsanfänger. Und das wirft eine echte Frage auf, denn bis in die 2000er Jahre, 2010, hatten wir Beamte, die eine Form von Nachbarschaftspolizei praktiziert haben, die in Richtung Dialog gehen, aber die werden inzwischen natürlich seltener. Und was wir auch machen, wir greifen auch immer noch die Geschichte auf. Wir gehen zurück in die Weimarer Republik und vor allen Dingen, wir schauen uns auch den Anteil der Polizei an dem nationalsozialistischen Vernichtungskrieg. Also auch das arbeiten wir auf. Wie kann es sein, dass die Polizei, die mal angetreten ist, Freund und Helfer zu sein, wirklich in einen Vernichtungskrieg eingebunden ist, Menschen deportiert, Menschen tötet? Und das alles unter einer faschistischen Ideologie. Auf Gewalt antwortet eine andere Gewalt. Auf beiden Seiten beobachten wir eine Eskalation. Wenn wir nicht Stopp sagen, geht es bis zum Äußersten. Die Idee ist nicht nur, die Öffentlichkeit zufriedenzustellen, sondern auch, dass Polizisten ihren Beruf mit mehr Gelassenheit ausüben. Nachtschichten wird das nicht verhindern. Sie werden weiterhin mit Gewalt konfrontiert werden, mit Armut und schrecklichen Tatorten. Aber wir können Spannungen abbauen durch Reformen, durch Schulungen und Methoden. Alle europäischen Länder haben in den letzten 15 Jahren Reformen verabschiedet, um die Beziehungen zur Bevölkerung zu verbessern, zu jungen Menschen, um sie anders zu behandeln. Die europäischen Instanzen denken darüber nach.
Es gibt eine Zusammenarbeit. Auf europäischer Ebene ist es ganz wichtig, dass die Polizeien sich untereinander kennen. Wir haben natürlich auch eine grenzüberschreitende Gewalt, also das oder auch Kriminalität, und das ist natürlich kein Geheimnis. Es gibt in Grenzgebieten wie beispielsweise deutsch-französische Zusammenarbeit in Kehl. Das gibt es hier aber auch in Nordrhein-Westfalen mit der niederländischen Polizei. Da gibt es schon immer sehr enge Kooperation. Die Möglichkeiten dazu sind da, aber es hat halt nicht diesen großen Rahmen, wo man vielleicht sich als Organisation auch gegenseitig mal zuschaut und einfach auch mal selbst reflektiert und guckt, Mensch, machen die das vielleicht in einem anderen Land das und das besser als wir? Gibt es irgendwas, was wir übernehmen könnten und so weiter? Ich glaube, dass man sich da auch gegenseitig helfend unterstützen kann, um das eben nach dem Sinne Best Practice aus Fehlern voneinander lernen, aber auch das Gute einfach voneinander lernen, dass es da noch bestimmt viele Möglichkeiten und ganz viel Potenzial gibt auf europäischer Ebene. Es gab internationale Ausschreibungen in Bezug auf die Forschung zu diesem Thema. Die französische Polizei macht, wenn überhaupt, nur selten Gebrauch von diesen Ergebnissen, diesen Überlegungen. Es ist ein bisschen wie die Idee, wir sind die Besten, wir brauchen keine Lektionen. Wir sind noch weit von einer europäischen Polizei entfernt. Unsere Behörden arbeiten auf nationaler Ebene, insbesondere in Frankreich. Jeder Staat und insbesondere der Französische ist daran interessiert, seine eigene Polizei zu haben, sie so zu verwalten, sie so zu nutzen, wie er will. Der Staat will mit bestimmten Berufsgruppen verhandeln, mit anderen aber nicht, und da schickt er die Polizei. Ob demokratisch oder nicht, aber es ist schwer vorstellbar, dass die aktuelle Regierung bereit ist, ein wenig Kontrolle über die eigene Polizei abzugeben. 2041. Jeder überwacht jeden. PolizistInnen genießen einen friedlichen Ruhestand. Wir verabschieden uns. Wir werden zwar überwacht, aber nicht unbedingt bestraft.